Herzlich willkommen zurück zu Nerim. Ja, wir haben in der letzten Folge Marianne befreien können in einer epischen Schlacht mit unzähligen von Kreaturen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns mal wieder der Hauptquest widmen. Denn wir müssen einen weiteren Kandidat für das Sanktum holen. Hier ist es, die Aufgabe. Es gibt einen weiteren Begabten, der nicht zum Treffen erschienen ist. Rehman ist allerdings bei der Wache von Erotins, weshalb Akorias der Meinung ist, er könnte uns gefährlich werden. Deshalb soll sein Gedächtnis mit einem Zauber verändern. Rehman betet jeden Abend am Grab seiner Frau in Erotin, wo ich am besten den Zauber auf ihn sprechen kann. Anschließend muss ich seinen Schlüssel an mich nehmen und sein Haus nach dem Brief durchsuchen. Ja, das ist damit die Aufgabe und jetzt müssen wir erstmal Erotin finden. Das ist eine gute Frage. Wir waren nämlich in Erotin, glaube ich, noch nie. Ich gucke jetzt nur gerade, ob das irgendwie schon mal in der Karte irgendwie eingezeichnet ist. Aber war... Ah, doch, da. Das wird ja ein schön langer Weg von Ledur aus. Oh Mann. Fruchtsanden, da waren wir ja gerade eben. Das wird ein weiter Weg, den wir jetzt hier logischerweise auch zu Fuß bestreiten müssen. Nach Ledur können wir uns ja auch leider nicht irgendwie teleportieren oder so. Ja, wie gehen wir denn da jetzt am besten? Da gehen wir, glaube ich, nach Gilead erstmal. Dann gehen wir nach Fruchtsanden. Also da, wo wir jetzt gerade eben waren, bei der Grotte des Einsamen und dem Steinkreis. Und dann gehen wir hier nach oben. Oder laufen wir von Gilead rüber nach Steinfeld, verkaufen unser Zeug, gehen dann hoch nach Ledur und laufen da hoch. Glaube ich, erstmal nach Gilead. Das ist, glaube ich, schon mal das Logischste. Und dann, glaube ich, werde ich sogar tatsächlich den Weg über Steinfeld gehen. Da kann ich auch den fetten Bogen verkaufen. Dann kriege ich nämlich ein bisschen Kohle rein. Aber was anderes, so wirklich anderes haben wir zum Verkaufen jetzt auch nicht. Das finde ich halt ein bisschen schade, dann lohnt es sich auch nicht unbedingt. Dann muss ich jetzt erstmal gucken. Wie sieht denn das aus? Haben wir sonst noch irgendwas? Die ganzen Runen hier, ne, die können wir natürlich nicht verkaufen. Vergoldeter Reiterbogen. Der ist echt nicht mal... Aussehen tut er schon saugeil. Sieht so ein bisschen aus wie eben Erz. Das sieht schon geil aus, ne? Aber im Endeffekt bringt es uns nichts. So. Also hier nach Steinfeld rüber, hoch nach Ledur. Und dann dahin. Ich denke, es wird aufs Gleiche hinauslaufen. Egal wie wir gehen. Also dann mache ich jetzt einfach mal das, den Weg über Steinfeld. Kann ja nicht schaden. Finde ich jetzt gerade ein bisschen ätzend, dass es so dunkel ist, aber kann ich jetzt natürlich auch nicht ändern. Und dann wird es irgendwie Zeit, dass wir uns mal ein Pferd oder sowas holen. Damit wir schneller von einem Ort zum anderen kommen. Wenn ich den Weg jetzt gehe, ja, passt schon. Wir laufen einfach mal rüber. Diesmal will ich aber allerdings auch nicht so lange hier rum. Letztes Mal haben wir etwas länger gebraucht, um nach Steinfeld zu kommen, weil wir da halt irgendwo festgehangen sind. Das soll oder möge mir in dieser Folge nicht passieren. Und ich weiß, ich könnte irgendwie mich nach Steinfeld teleportieren. Aber irgendwie habe ich den Schrein immer noch nicht gefunden. So, hier müssten wir doch eigentlich hochkommen. Das sollte doch mal funktionieren hier. Aua, Schaden genommen. Aber nicht so schlimm. Ja, nach Steinfeld geht es ja relativ schnell von Gilead. Mal schauen, ob ich dann die gute Dame noch erwische, bevor sie sich in der Kneipe wieder zulötet. Naja, ich kann sie ja auch nicht übel nehmen, ne? So, aber ich denke, vor 6 sollte das auf jeden Fall noch im Rahmen sein. Ah, die arbeiten auch alle noch. Wird mich ein bisschen anpissen, in dem Regen hier rumzuackern. Aber gut, Respekt für die harte Arbeit, würde ich sagen. So, dann schauen wir mal, ob ich hier irgendwie schnellstmöglich rauskomme. Und dann war die gute Dame hier, ne? Arbeitest du jetzt schon draußen? Ne, du bist Bäuerin. Du bist ganz wer anders. Da ist sie. Tarenka. Meine Gutste.
Die mag mich so gern. Ich mag sie auch so gern. Hi. Ja, bitte. Was kann ich für euch tun? Du kannst so einiges für mich tun. Du kannst mir nämlich ein paar Sachen abnehmen. Zum Beispiel den alten Bogen. Warum trage ich den eigentlich auch noch mit mir rum? Da, 250. Oh, das ist echt wenig. War der nicht irgendwie 1000 irgendwas wert? 86% des Wertes. Moment mal. Moment mal. Der ist 1550 wert. Das sind aber nicht 86%. 86% wären dann, Was möchtet ihr kaufen? tja, so ungefähr 500. Da kann ja was nicht stimmen. Also so werde ich die nicht verkaufen. Für 250 nicht. Für 100% des Wertes. Ach, was rede ich denn da eigentlich? Das wäre 86% wäre 1200 oder so. Ach, jetzt weiß ich warum. Die hat ja nicht mehr Geld. Dammit. Das heißt, ich kann den Bogen muss ich vorerst behalten. Den kann ich dann erst irgendwo verkaufen bei jemandem, der mehr Geld hat. Ah, so ist das. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Das alte Runenschild, das leichte Eisenschild. Was habe ich denn eigentlich für eins? Ich benutze aber eher leichte Rüstung, ne? Aber das alte Runenschild sieht so viel cooler aus. Können wir uns das mal angucken? Ich habe das eigentlich noch nie so gesehen. Nimm das mal hier in die Hand. Also das ist das, was wir eigentlich tragen. Naja, nicht sonderlich, aber. Yeah, das macht schon einen fetten Eindruck, ne? Aber es ist schwer. Mir bringt Schwerrüstung eigentlich Was möchtet nichts. Weil ich mich auf die leichte spezialisieren will. Vorerst. Das heißt, ich werde das alte Runenschild jetzt hier verkaufen. Genauso wie die Stiefel, die brauche ich auch nicht mehr. Die Handschuhe natürlich auch nicht. Und von den Tränken her. Ja, Reflexionstrank kommen kann weg. Schattentrank, naja, wie gesagt, behalten wir mal. Die ganzen Dinger hätte ich eigentlich auch noch im Sanktum mal ablegen können. War jetzt vergessen, aber das können wir in Aerotin bestimmt auch machen. Seelenstein, das behalten wir alles mal noch. Wobei habe ich nicht mittlerweile zwei Schaufeln, schon, ne? Warum ist die eine 5 wert und die andere 2? Yeah, Handelsgeschick hat sich verbessert. Sehr gut. Okay. Dann ist es natürlich blöd, dass sie nicht mehr Geld hat. Das heißt, du verlierst wahrscheinlich irgendwann mal den Status meiner Lieblingshändlerin, weil 250. Ah, Moment mal. Ha! Hier ist auch eine sichere Truhe. Dann kann ich ja hier mal das ganze Zeug auch einfach weglegen. Das ist doch mal eine schöne Sache. Da muss ich den ganzen schweren Kram nicht mit mir rumschleppen. Oh, geil. 74 Pilze hatten wir da gesammelt in der Höhle, wo Marianne war. Ich werde jetzt erstmal noch nicht handeln, keine Alchemie betreiben. Ich werde wahrscheinlich wieder eine externe Alchemie-Folge machen. Für alle, die das nicht interessiert, auch wenn es überraschend gut ankam damals, was mich sehr freut natürlich. Aber das machen wir dann irgendwann mal. Jetzt haben wir da noch nicht genügend Sachen gesammelt. Da müssen mehr Pilze her. Ganz einfach. So, was haben wir hier oben? Oh, natürlich. So, Fingerhüte nehme ich auch gerne mal mit. Aber darauf möchte ich jetzt mich jetzt nicht konzentrieren. Nicht bei der Außenwelt. Wie sieht denn das hier in der Bar aus? Die haben wahrscheinlich auch nicht mehr Kohle. Wie sieht es Ja, denn bitte. aus? Pflasten du auf Hand. 300, ne, das reißt es nicht raus. Da muss ich vielleicht in Erotin. Vielleicht finden wir in Erotin irgendeinen, der ein bisschen mehr Kohle hat, wo es sich dann lohnt, das zu verkaufen. Das heißt, wir sandeln jetzt erstmal hier Richtung Ledur. Oben lang wäre wahrscheinlich sinnvoll, oder? Oder gehen wir hier einfach durch die Prärie durch? Ach komm, wir laufen einfach. Aber, wo ich jetzt schon mal hier bin, werde ich vorher schlafen gehen. Denn zum einen finde ich den Regen gerade extrem störend. Und zum anderen hoffe ich einfach mal, dass es dann wieder ein bisschen heller ist. 15 Stunden schlafen, das haben wir uns jetzt mal reglich verdient. Das sowas tut wirklich sehr, sehr, sehr gut nach einer langen Reise. Und dann ist es auch irgendwie in der Früh eine Zeit, die sich sehen lassen kann. So, ich hoffe, es regnet jetzt einfach mal nicht mehr.
sieh mal an. Ach, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Das wollte ich eigentlich machen. In der Zwischenzeit sollte Amanda sich es in der Sanktumhöhle gemütlich gemacht haben. Ich kann sie nun besuchen. Boah, es regnet immer noch. Das wollte ich eigentlich ja schon zu Beginn der Folge machen. Ich hatte das in den letzten Jahren angekündigt. Fällt mir gerade auf. Aber gut, dann machen wir das beim nächsten Mal. Es hätte eh nichts gebracht, wie wir hier gerade sehen können. Also machen wir es einfach beim nächsten Mal. Das heißt, wir machen es dann, wenn wir zurückgehen von dieser Quest, die wir jetzt machen. Also wenn wir auch von Erotin zurückkommen. Um zu sagen, dass wir den anderen sein Gehirn eliminiert haben, indem wir ihm geblitzdingst haben. Und alles wieder in Ordnung ist. Ja, und genau auf diesen Weg machen wir uns jetzt. Nebenbei nehmen wir noch ein paar Fingerhüte mit. Wenn wir schon dran vorbeilaufen. Wenn ich nicht stehen bleibe, dann ist das bestimmt in Ordnung für euch. Und ich auch nochmal, komm. Zack, zack. Ja, oh, am Baum hängen geblieben. Mist. So, ja, wir laufen hier einfach mal so quer durch den Wald. Oh, guten Tag. Tut mir leid, ich muss einfach mitnehmen. Ich bin Alchemie-Fan geworden. Aber auch nur wegen dieses übergeilen Mods, der die Pflanzen verschwinden lässt. Weil stellt euch mal vor, ich hätte für jede Pflanze immer das Menü. Ich würde wahnsinnig werden. Mich würde es einfach null interessieren. Ich würde mir, um Alchemie zu skillen, wahrscheinlich irgendwas kaufen von irgendwelchen Händlern. Aber so ist es einfach sau cool. Da macht das Ernten, das Pflücken richtig Spaß. Oh, eine Höhle. Sieh mal einer an. Aber es ist nicht zufällig, die wir schon mal hatten, oder? Falschaugs Versteck. Unmöglich. Gut. Trifft sich ganz gut, dann muss ich mich jetzt hier nicht damit beschäftigen. Oh, nee, da ist schon wieder so ein Schrein. Schreien ist immer ein schlechtes Zeichen. Schreien schreit nach schweren Gegnern. Und ich speichere mal. Nicht, dass mir die 12 Minuten Spielzeit direkt wieder verloren gehen. Oh. Bist du... Was bist denn du da hinten? Du siehst null freundlich aus. Ich speichere nochmal. Ich glaube, der wird uns übelst besiegen. Oh ja, der hat uns schon entdeckt. Oh, ich wollte gerade sagen, das war der falsche Zauber. Oh, es ist ein Eisatronarch. Also ein Frostelementar. Schön, dass ich jetzt zu wenig Mana habe. Ahaha, wie ich ihn einfach übelst genannt. Oh. Was macht er denn jetzt? Flüchtet er? Nein, er kämpft gegen ein Wildschwein. Ja klar, das Wildschwein ist wichtiger als ich. Ich lasse dir jetzt mal ein bisschen kämpfen. Hohoho. Das Wildschwein hat es ja mal übelst fertig gemacht. Meine Güte, ey, das Wildschwein ist ganz schön stark. Gut, ich habe natürlich auch gut vorgearbeitet. Okay, aber das Wildschwein ist wirklich nicht schwach. Das Wildschwein ist wirklich nicht schwach. So, den Eisatronarch, den schnappe ich mir. Feuersalze. Oh, die ist ja echt viel wert, Mann. Und der Eissaphir auch. Gefällt mir. Und es hat aufgehört zu regnen und es wird endlich wieder hell. Das wird hier immer besser. So, überlebt. Und irgendwie kann es sein, dass ich hier keinen Trank mehr habe. Ja. Irgendwie sowas dachte ich mir gerade schon. Oh, ich habe überhaupt keinen Trank mehr. Oh, gar nicht gut. Magika wiederherstellen, schön und gut. Aber... Oh, das ist jetzt eher nicht so. Scheiße. Dann muss ich jetzt schauen, dass ich irgendwie, ohne dass ich draufgehe, nach Erotin komme, damit ich in Erotin ein bisschen einkaufen kann. Ich denke, Erotin ist eine etwas größere Stadt, da wird man schon ein bisschen auf ein bisschen was stoßen. Kriegen wir hier noch irgendwas markiert auf der Karte? Ja. Das dachte ich mir nämlich wenigstens die Markierung. Oh. Oh, sowas haben wir noch nie, oder? Sowas hatten wir bisher noch nie auf der Karte. So ein wirklich richtiger, riesiger Schrein. Hey, wer bist du denn? Oh. Ja. Das ist definitiv ein Gegner. Oh, das wird hart. Heilen wollte ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Oh, das wird ein harter Kampf. Aber wahrscheinlich sogar machbar. Ah, wenn wir geschickt hier... Okay, jetzt wird das nicht mehr geschickt. Shit. Shit, shit, shit. Wie soll ich mich denn heilen? Ich habe keine Heiltränke mehr. Ohne Heiltränke kannst du so knicken. Ja, ich probiere es mal so. Schnell, schnell, schnell heilen. Dann auf Frost wechseln. Hoffentlich einfrieren oder so. Ja, er ist eingefroren. Draufhauen, 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 draufhauen. Shit. Feuer und
Wir schaffen's. Geil. Ha! Tot ist er. Jawohl. Tempelornat. Da lange ich jetzt einfach mal zu. So, du kannst hier liegen bleiben. Und wir gucken uns das eventuell in der nächsten Folge nochmal genauer an, was hier ist.